Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen aus Bern, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, früh globalisiert, grenzübergreifend hier. Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt aus dem hochmobilen und hochmotivierten Institut für fortgeschrittene, hoffentlich fortgeschrittene Gegenwartskunde am Dienstag, dem 14. März 2023. Ja, wichtig, dass man auch gegenüber sich selber eine Restmenge an kritischer Distanz bewahrt oder zu bewahren versucht, ist ja sehr schwierig, denn das Ego, das Ich, ist die große Geißel des Menschen und vor allem auch des Moderators und des Publizisten, der sich hier genötigt fühlt, jeden Tag vor ein Mikrofon und vor eine Kamera zu stehen. Man muss also hier sich selber auch immer wieder mit gesundem Misstrauen begegnen. Und das ist ja so etwas wie auch eine Leitmelodie dieser Sendung, dass wir uns ja nicht mit der Wahrheit verwechseln, aber versuchen, hoffentlich ein paar inspirierende Anstöße zu geben, damit Sie beschwingt und gut eingestellt in den Tag starten können. Denn jeder Tag, meine Damen und Herren, wir müssen uns das bewusst machen, jeder Tag ist ein Geschenk und es ist uns aufgetragen, das Beste aus diesem Geschenk zu machen. Und ich reagiere immer mit Bestürzung, auch mit Beelendung, nicht mit Verzweiflung, aber ich frage mich einfach, wie ist das möglich, dass wir in der Politik so viele trübe Tassen haben? Also Menschen, die uninspiriert, die eben nicht mit Lebensfreude, mit Motivationsbegeisterung auftreten, sondern in diesem ja branchenüblichen Deprotainment zu versinken scheinen, im Treibsand ihrer eigenen Trübseligkeit und uns dabei auch herunterziehen, dabei allerdings auch wandelnde Mahnungen sind, dass wir uns eben bei den nächsten Wahlen mehr anstrengen müssen, dass wir eben nicht mehr diese trüben Tassen da oben wählen, aber wir haben ganz klar ein Manko an Begeisterung, an Motivationskraft, auch an Lebenskraft da in unserer Politik. Es gibt viel zu wenig inspirierende Politiker. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, rettet euch vor den inspirierten, vor den beseelten Politikern, die sind gefährlich, das sind die Charismatiker, das sind die Brandredner, das sind die mit den großen Plänen. Ja, stimmt auch, natürlich eine gewisse qualifizierte Langeweile, ein paar graue Mäuse in der Politik können natürlich nicht schaden, aber irgendwie geht es ja doch auch darum, dass wir da Leute oben drin haben, von denen wir annehmen können, dass sie irgendwie auch mit einem positiven Geist hier in der ganzen Geschichte drin sind und vor allem auch sich mit einem positiven Geist, mit Enthusiasmus, mit Begeisterung für ihre Länder einsetzen. Und das ist heute jetzt vor allem bei uns, ich denke jetzt auch an Deutschland, ich denke an Österreich, vielleicht etwas weniger, aber vor allem in Deutschland, da ist wirklich eine Senkbleistimmung in der Politik, eine sehr unangenehme gesellschaftliche Atmosphäre. Ich nehme es zumindest so wahr. Es mag auch Ausnahmen geben, jetzt auch verstärkt worden durch die vielen deutschen Gäste, die wir am Weltwoche-Skiwochenende hatten, die einem geradezu erleichtert sagten, ich bin so froh, dass wir hier in der Schweiz, in den Bergen, in Arosa, unter uns, unter nicht zwingend Gleichgesinnten, aber unter offenen Geistern uns bewegen können und nicht mehr laufend aufpassen müssen, was wir sagen. Das ist doch fürchterlich, wie hier Minenfelder hochgezogen werden. So eben eine Inquisitorenstimmung, eine Scheiterhaufen-Mentalität, dass man aufpassen muss, was man sagt. Und das wird vorgespurt von oben, das wird vorgespurt von der Politik mit ihrer politischen Korrektheit dieser angeblichen, die ja zutiefst inkorrekt, zutiefst falsch, zutiefst windschief ist. Daneben die Scheiterhaufen-Medien,
die alles auf den Brenner werfen, was ihren kleinkarierten und kleinräumigen, auch moralischen Vorstellungen widerspricht. Und was fehlt, das sind eben Kräfte, die die offene Diskussion, die freie Meinungsäußerung hier wirklich voranbringen. Klar, es gibt da und dort auch Kritik, man liest das in den Medien auch, man leidet, man jault auf hier, der eine oder andere Journalist, der sagt, ja, die Unterhosen sind etwas eng geworden, aber die Medien machen da eben auch mit bei diesem Konformismus. Deutschland braucht mehr Nonkonformismus, meine Damen und Herren. Deutschland braucht mehr Widerspruch, Deutschland braucht mehr Meinungsäußerungsvielfalt. Deutschland braucht auch mehr Mut zum Irrtum. Ja, der Irrtum wird unterschätzt. Lob des Irrtums. Jeder Irrtum ist doch eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einer besseren Erkenntnis. Und das ist vielleicht die erste einprägsame Sache, die Sie da aus unserer Sendung mitnehmen müssen. Lob des Irrtums. Wir müssen, Sie müssen, in Deutschland muss man, um diese Forderung so plakativ zu erheben, in Deutschland muss man sich wieder mehr auch dem Irrtum öffnen und eine gewisse Leichtigkeit in der öffentlichen Diskussion entfalten. Ich habe heute gelesen, am Morgen, dass Eduard Berger, der mehrfach preisgekrönte Oscar-Superstar der Deutschen, dieser Regisseur mit Im Westen nichts Neues, vielleicht den Film zur Zeit gemacht hat, einen Antikriegsfilm in diese Kriegsrauschbegeisterung, in diese Kriegslüsternheit, die überall hochzüngelt, hochlodert, vor allem bei uns, vor allem dort, wo die Leute gar keine Ahnung vom Krieg haben. Also am kriegerischsten sind ja in der deutschen Politik die Frauen und die Wehrdienstverweigerer, die ehemaligen Hippies und Baumumarmer, während die Militärs, die Generäle, die alten Schlachtrösser, die warnen. Und in diese Zeit der mottenden, ja, nein, mehr als mottenden, diesen bereits in lichterloh brennenden, in dieser Kriegsbegeisterung, in diese Stimmung hinein, hat Eduard Berger seinen großartigen Film Im Westen nichts Neues gemacht. So ein Zeitgeistwerk da, ich kann den Titel gar nicht sagen, Everywhere, Everything, All at Once oder so irgendetwas. Das hat ja 7 Oscars gewonnen, dieser Film, ein Zeitgeistfilm. Ich habe ihn nicht gesehen, aber Leute, Kollegen, die ich kenne mit verlässlichem Urteil, die waren jetzt nicht so begeistert. Aber Im Westen nichts Neues ist wirklich ein ganz großartiger Film. Immerhin, ich glaube, 4 Oscars hat er gewonnen. Und jetzt eben dieser Satz, der mir aufgefallen ist, Eduard Berger sagt heute Morgen, also so wird er zitiert, in eine deutsche Talkshow sei er nie eingeladen worden. Das sagt doch alles, meine Damen und Herren. Da macht einer einen Film, einen Superfilm, der auch Preise abräumt bei den Oscars, aber die deutschen Talkshows kommen natürlich nicht auf die Idee, diesen Filmemacher einzuladen. Warum nicht? Ja, weil er die angeblich falsche Gesinnung hat. Sie haben einen Gesinnungsterror, einen Meinungsterror in Deutschland. Und wissen Sie, was mich am meisten beelendet? Dass die Leute, die darunter früher am lautesten gelitten haben, zum Beispiel ein Henrik Broder, die machen heute selber mit bei dieser Reitpeitschen-Einheitsbrei-Meinung, bei dieser forcierten Selbstuniformierung des Denkens. Das ist ein Irrweg, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich das von einem Schweizer gesagt sein, 25% Deutscher, mit großen Sympathien für Deutschland, sogar für die deutsche Politik. Ich kann dem auch noch etwas abgewinnen. Ich gehöre ja nicht zu denen, die da mit dem Flammenwerfer über die heutigen Regierungen und ihre politischen Vertreter da hinweg brettern und hinweg donnern. Ganz im Gegenteil. Ich sage immer, jedes Land hat die Regierung, die es verdient. Und wenn Sie halt so eine Ampelregierung haben, ja, dann müssen Sie halt in den Spiegel schauen, weil Sie haben am Schluss diese Regierung gewählt. Und wenn Sie sie nicht gewählt haben durch Wahlabstinenz, dann haben Sie sie einfach ermöglicht. Also hier nicht einfach die Faust im Sack machen. Sie sind Teil, Sie können da etwas bewegen. Jeder Tag ein Geschenk und jeder Tag auch ein Auftrag, hier das Beste zu machen und die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Die gute Nachricht lautet ja, dass es die Menschheit immer noch gibt. Wir haben ja gelernt aus unseren Fehlern. Wir haben immer wieder es geschafft, die Katastrophen, die wir uns selber eingebrockt haben, zu überwinden. Großes Problem der Gegenwart neben dieser verbetonierten Meinungseinfalt, vor allem in Deutschland, etwas weniger in Österreich, auch weniger in Frankreich übrigens. Da haben sie einen größeren Pluralismus, Entschuldigung.
Da haben sie auch Intellektuelle in der Weltwoche, bilden wir viele davon ab. Zum Beispiel gerade kürzlich Serge Klarsfeld, der nein, nicht Serge Klarsfeld, der Sohn der Klarsfeld, der junge Klarsfeld, mit einem sehr interessanten Interview mit Jürg Altweg, unserem Kollegen in Frankreich. Dann hatten wir Emmanuel Todd, wir hatten Stéphane Courtois, ganz unterschiedliche Stimmen auch zu diesem Krieg in der Ukraine. Wir bringen auch aus den Vereinigten Staaten interessante andere Meinungen, Ungarn natürlich, aber in Deutschland haben sie im Mainstream eine erstaunliche Vielfaltsaversion. Sie haben eine Allergie gegen Meinungsvielfalt, aber es gibt auch in Deutschland immerhin noch eine Reihe von abweichenden Stimmen, die dann allerdings im Mainstream nicht abgebildet werden. Also diese Meinungsgeschichte, das haben wir jetzt behandelt. Das Zweite, was auffällt, das ist auch so etwas ein Generaltrend. Sie merken jetzt hier den unseligen Einfluss auch der Europäischen Union. Das ist die Heimatvergessenheit, die Deutschland Müdigkeit der deutschen Politik, die Deutschlandmüdigkeit. Ich kann das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Deutsche natürlich toxisch und vor allem den Westdeutschen hat man gesagt, ihr könnt es nicht mehr Deutsche sein, weil da bist du ja ein Kriegstreiber, ein Kriegsverbrecher. Die Deutschen mussten sich neu erfinden als Europäer. Sie haben sozusagen die EU, die Europäische Union, als Vaterlandsersatz finanziert und auch indirekt als Exportsubvention durch diese fehlkonstruierte Einheitswährung Euro, die ja für Deutschland, für den Export eine Art Boosterimpfung ist, für sie eine viel zu leichte Währung, auch wieder Risiken natürlich, schadet der Produktivität, schadet dem Druck, die Schweiz ganz anders mit einem harten, starken, schweren Schweizer Franken, das treibt, das zwingt unsere Industrie natürlich immer noch mehr Effizienz, noch mehr Produktivität zu erwirtschaften, noch höhere Margen zu erzielen, während sie natürlich mit einer billigen, mit einer leichten Währung auch industriell sich etwas Fett anfressen können. Das sind dann die langfristigeren, die mittelfristigeren Effekte. Aber hier hat sich Deutschland ebenso ein postnationales Identitätsgefühl, ein Europagefühl, einen Europapatriotismus gleichsam eingekauft. Westeuropa, dann natürlich nach dem Zusammenbruch der Osten, die neuen Bundesländer, die hatten auch einen Vaterlandsersatz, die Sowjetunion, aber diese Bundesländer, die wollen jetzt Deutschland zurück. Und das löst dann natürlich im Westen alle möglichen Stressgefühle aus. Das ist dann quasi der Griff in den Giftschrank und da reden dann die beiden Landesteile aneinander vorbei. Aber sie haben heute, und ich glaube, man kann das objektiv sagen, ohne hier in eine pausbäckige, nationalistische Stechschrittallüre auszuarten, sich dort zu verlieren. Ich glaube, sie haben heute einen Grad an Deutschlandvergessenheit, an Deutschlandmüdigkeit in der deutschen Politik, der alarmierend ist, der besorgniserregend ist, indem nämlich die deutsche Regierung unfähig und unwillig scheint, deutsche Interessen zu formulieren. Was sind überhaupt deutsche Interessen? Allein das, die Frage danach, scheint schon provokativ verboten zu sein, muss auf den Scheiterhaufen geworfen werden, unter Verdacht gestellt. Also nur schon die Frage, was eigentlich deutsche Interessen sein könnten, diese Debatte findet überhaupt nicht statt oder kaum merkbar und schon gar nicht die Umsetzung von deutschen Interessen. Also die deutsche Regierung hier ähnlich, aber noch viel extremer, als das bei uns in der Schweiz der Fall ist, wo überall Ukraine-Flaggen wehen. Das ist für mich das Sinnbild dieser Heimatvergessenheit, dieser Heimatmüdigkeit, dass einfach auf allen politischen Verwaltungsgebäuden hier fremde Flaggen wehen und nicht mehr die eigene Flagge, beziehungsweise die eigene Flagge irgendwo weit hinten ist. Und das zeigt ihnen, dass die Politik aus dem Lot ist. Denn, und das ist die zweite wichtige Erkenntnis in dieser Sendung, meine Damen und Herren, der Auftrag unserer Politiker besteht darin, dass ihr übertragene, überantwortete Land
dessen Interessen zu vertreten. Die sind zuständig und verantwortlich für das eigene Land, für die Bundesrepublik, für die Schweiz. Und innerhalb dieser begrenzten Gebietskörperschaft dürfen sie im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung die Interessen dieses Landes unter Berücksichtigung natürlich auch ihrer Wähler und der entsprechenden demokratischen Willensbekundungen von unten, das müssen sie, das haben sie umzusetzen. Und es ist eine Form von Arbeitsverweigerung, wenn die Politiker, kaum sind sie gewählt, dann die Interessen des Auslands über die Interessen des Inlands stellen. Und das machen die deutschen Politiker. Sie machen es bei der Europäischen Union, sie machen es bei der Ukraine und letztlich ist dort, wo Ukraine draufsteht, da sind die USA drin. Und die ganze Europäische Union ist heute eine Art Kolonie, eine Art Haustier, habe ich in der schweizerischen Ausgabe gesagt. Ja, die EU ist eine Art Haustier der Vereinigten Staaten von Amerika. Da etwas Dressiertes, etwas Haustierhaftes haftet der EU, haftet Deutschland an im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das hat, hoffe ich, jetzt eine augenöffnende Wirkung, dass immer mehr Leute realisieren, wir sind nicht gegen die Amerikaner. Wir haben große Dankbarkeit auch gegenüber diesen transatlantischen Verbindungen, aber die Amerikaner sind auch nicht perfekt und wir müssen unsere eigenen Interessen wieder entdecken, wir müssen unsere eigenen Interessen auch wieder zu formulieren wagen und wir müssen auch um Himmels Willen wieder die Muskeln haben, um diese eigenen Interessen umzusetzen, sowohl wirtschaftlich, natürlich, wirtschaftlich muss man stärker sein, aber man muss auch militärisch wieder aus der Hängematte raus. Was haben denn die Europäer, was haben die Deutschen gemacht? Sie haben in den letzten Jahrzehnten sozusagen einfach die ganze Verteidigungsaufgabe, all diese Belastungen haben sie im Grunde stillschweigend den Amerikanern übertragen und man hat selber die Armeen vernachlässigt, man hat sie verlottern lassen und auch bürgerliche Politiker, das ist doch weiß Gott nicht einfach ein linkes Problem, ein Karl Theodor von und zu Gutenberg, sogar der deutsche Hochadel hat hier CDU, CSU-mäßig umjubelt, umlodert von der medialen Begeisterung die Wehrpflicht abgeschafft. Das rächt sich jetzt. All die Politiker, die Donald Trump ausgelacht haben, den damaligen US-Präsidenten, als er nach Europa kam und gesagt hat, hey, ihr da, ihr Weicheier in Europa, gebt mal endlich wieder 2% von eurem Bruttosozialprodukt für die Rüstung aus und für eure militärische Kraft und für eure Selbstverteidigung. Da hat man ihn nach Strich und Faden ausgelacht. Sogar Politiker, die heute da am Ruder sind und sich gar nicht mehr einkriegen vor lauter Kriegsbegeisterung, da diese aufmunitionierten Hippies, die in einer Hand den Babyshoppen haben und in der anderen irgendwie ein Sturmgewehr. Diese skurrilen Bilder sehen wir jetzt, diese merkwürdige Militanz, die aber irgendwo im luftleeren Raum stattfindet. Das sind Posen, meine Damen und Herren, das sind so Macho-Posen, die da von Politikern eingenommen werden, die im Grunde die ganze Stärke, das militärische Potenzial ihrer Länder zugrunde gerichtet haben. Umso absurder wirken ja dann diese Rambo-Allüren, die da die Hofreiter, also wie sie alle heißen, die Strack-Zimmermanns, an den Tag legen. Wo waren denn all diese Leute, als man die Armeen verschrottet hat, als man Europa in den Zustand eines Haustiers, sozusagen eines Pudels der Vereinigten Staaten heruntergewirtschaftet hat? Und dieses Europa verschwindet, das verschwindet und schmilzt wie die Gletscher. Wo ist Europa? Wo ist die Europäische Union? Die sind ja gar nicht mehr vorhanden in diesem Krieg. Das sind Lippenleser, die machen einfach das, was die Amerikaner ihnen da vorstanzen. Aber meine Hoffnung ist, und ich glaube, das wird auch in die Richtung laufen, dass eben jene Stimmen jetzt an Gewicht gewinnen werden. Und das sind, wenn das nicht völlig vernachlässigt wird von den Mainstream-Parteien, das werden die vernünftigen Stimmen sein, die sagen, nein, wir sind nicht, Europa ist nicht gegen Amerika, aber wir sind auch nicht gegen Russland. Und wir möchten mit Russland, das ist unser Nachbar, der bleibt unser Nachbar, egal was die Amerikaner sagen. Wir müssen doch hier eine Lösung finden zur Ukraine. Wir können doch nicht einfach hier einen neuen Ostfeldzug vom Zaun brechen mit dem Ziel, da die Russen in Grund und Boden zu stampfen. Dann rammen wir uns selber in den Boden. Das sind suizidale Anwandlungen. Das ist Größenwahn, auch aus der Schwäche, aus der Panik der eigenen Selbstabrüstung herausgeschleudert, herausgeworfen. Da wird sich die Vernunft durchsetzen, früher oder später, davon bin ich überzeugt. Heimatvergessenheit,
eine Weigerung und eine Ängstlichkeit, deutsche Interessen zu artikulieren, das ist ein ganz großes Problem. Und da hat mir ein Zuschauer dieser Sendung ein wunderbares Gedicht zugeschickt von Hoffmann von Fallersleben, 1842, dem Dichter des Deutschlandliedes. Und keine Angst, ich singe nicht, aber ich werde Ihnen dieses Gedicht kurz vortragen. Es ist sehr interessant. Hoffmann von Fallersleben. Dass wir so das Fremde lieben, zu dem Fremden hingetrieben, sind wir selbst uns fremd geblieben. Deutsch will keiner sein, nur von Auslandsgnaden sollen wir bestehen, wir Lebensvollen, selbst nichts tun und selbst nichts wollen, schlag der Teufel drein. Sollen wir an uns verzagen, kein Gefühl im Herzen tragen, nicht einmal zu sagen wagen, dass wir etwas sind? Stellt die Sinnen und Gemüter, seid die Schirmer, seid die Hüter, eure eigenen deutschen Güter, werdet deutsch gesinnt. Oh, das ist vermutlich schon ein Wort auf dem Index. Deutsch gesinnt, strengstens verboten in der heutigen Zeit. Was die Fremden Gutes machten, lasst uns immer gern beachten. Ja, diesen Satz dürfen wir auch beherzigen. Was die Fremden Gutes machten, lasst uns immer gern beachten. Aber nach dem Besten trachten für das Vaterland. Land, für das Vaterland. Das durfte man damals noch sagen. Vaterland. Heute dürfen sie ja nicht mal mehr Mutterland sagen. Da müssen sie irgendwie, ich weiß auch nicht, Transgender, LGBTQ-Land sagen. Liebend alle Welt umfassend, sie verachten sich nur hassen, kann's der Deutsche niemals lassen. Armes Vaterland. Hoffmann vom Fallersleben 1842. Gut, man kann sagen, tröstlich schon damals verzweifelten die Deutschen ein bisschen an sich selber. Und das zeigt ihnen übrigens auch dieses wunderbare Gedicht, dass eben Deutschland entgegen den Zuschreibungen und dem Negativ-Image, das man Deutschland angeheftet hat, die Deutschen waren eben immer sehr international ausgerichtet und man hat bei sich selber eigentlich ein Manko an Nationalismus entdeckt. Und diese forcierte Heimatmüdigkeit schon damals ist ja dann umgeschlagen im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg in eine Art Extremnationalismus. Da ist das alles aus der Balance herausgeraten, aus dem Gleichgewicht. Und ich plädiere ja für die Gleichgewichtsdoktrin. Man muss das Gleichgewicht anstreben, das ist wichtig, den Ausgleich verschiedener Kräfte. Und im Moment wird einfach die Freude am eigenen, auch die Betonung der eigenen Interessen, das wird ganz gröblich vernachlässigt. Und das wäre wichtig, hier eine Diskussion zu führen. Da für mich auch jetzt in der deutschen Politik wenig sinnvolle Angebote. Ich sehe wenig positive Visionen für Deutschland. Was will man mit Deutschland? Ich sehe viel virtuose Kritik, also das Abrissbirnen-Denken, das ist stark. Ich meine, in der Zerlegung sind die deutschen Zeitungen auch sehr virtuos, die deutschen Politiker, aber dann im kreativen Beschwören des Positiven, der schönen, des Ziels eigentlich, da sehe ich vor allem bei den Bürgerlichen, bei der CDU, CSU, auch bei der AfD wenig. Die AfD sehr virtuos, eben da mit dem Flammenwerfer über das politische Personal, brillante Polemik zum Teil. Aber was ist dann eigentlich das, was einem vorschwebt? Was gibt einem vielleicht da auch Halt? Also in diesem konstruktiven Bereich sehe ich sehr wenig. Joe Biden, der amerikanische Präsident, erfahren wir heute in der Berliner Zeitung, möchte ein großes Ölprojekt in Alaska vorantreiben. Also Grüne, aufgepasst, bevor ihr die Demokraten in den USA für sakrosankt und heilig erklärt. Also die gehen jetzt nochmal voll aufs Öl. Lauterbach, der deutsche Gesundheitsminister, die Reizfigur, für die einen offenbar brillante Talkshow-Gast, für die anderen eine Hassfigur. Ja, also solche Emotionen löst er bei mir jetzt nicht aus, aber er ist halt so ein typischer Corona-Politiker, der jetzt von diesem Corona-Trip nicht herunterkommt. Der Phantomschmerz äußert sich bei ihm schon darin, dass er die Pandemie verlängert, zumindest politisch, auch wenn sie epidemiologisch ausgestanden ist. Jetzt soll er da auch seinen Lebenslauf geschönt haben. Lauterbach muss er
zurücktreten. Ja, vermutlich könnte man so argumentieren, aber ich sage Ihnen immer, wenn einer zurücktritt, da kommt dann immer der Nächste. Manchmal ist das auch ein schlechterer. Dann Winfried Kretschmann, der Grüne aus Baden-Württemberg, kritisiert die grünen Parteikollegen nach der Berlin-Wahl in ihrem Kreuzzug gegen das Auto. Ja, natürlich, Stuttgart ist das Zentrum der deutschen Autoindustrie, ein ganz wichtiges industrielles Bundesland. Und Kretschmann ist ja der Grüne, der wie sein Kollege Boris Palmer etwas von der Parteilinie abschwenkt und da dann auch die Frage aufwirft, warum ist er überhaupt bei den Grünen? Weil die Grünen sind ja tatsächlich die Partei, die sich die Verschrottung der deutschen Industrie, die sich den Antikapitalismus, die Abschaffung der Marktwirtschaft auf die Fahnen geschrieben haben. Vielleicht nicht explizit, aber in der Praxis machen sie es natürlich. Auf der anderen Seite haben wir dann Frau von der Leyen in der Europäischen Union. Die Europäische Union tragisch eigentlich neben den Schuhen, tragisch neben der Spur. Denn zu Beginn des Jahres hat ja die EU, hat Frau von der Leyen hier diese gigantischen Subventionsprojekte vorgestellt. Völlig absurd, also Hunderte von Milliarden. Das ist ja Dagobert Duck-mäßig. Wenn sie den Geldspeicher hätte, dabei sind die Kassen ja leer. Jetzt will man einfach Milliarden, Ozeane von Geld, das man gar nicht hat, will man da in diese grünen Industrien hineinbringen, während die grüne Welle zusammenbricht, längst verebbt. In der Schweiz zeigen die Umfragen, 2/3 der Leute wollen die Kernkraftwerke zurück und die EU, eben dieser planwirtschaftliche Moloch, viel zu langsam, typisch planwirtschaftlich ohne Plan, marschiert noch in die grüne Richtung. Sie verteidigt das und versucht hier skurril festzuhalten an einer Welt von gestern, an einer grünen Scheinwelt von gestern. Das ist auch eine Schlagzeile des heutigen Tags. Lauterbach übrigens verspricht noch Hilfen für Impfgeschädigte. Das finde ich interessant, dieses offizielle Eingeständnis, dass es also Impfgeschädigte gibt. Man versucht das jetzt einzupacken und abzumildern, dieses Eingeständnis in die Zusage von Hilfen. Es gibt Impfgeschädigte, meine Damen und Herren. Merken Sie etwas? Vor ein paar Monaten waren Sie noch ein Verschwörungstheoretiker, waren Sie ein Aluhut, wenn Sie von Impfgeschädigten gesprochen haben. Heute müssen Sie es zugeben, aber Sie geben es eben zu, nur verpackt in die Hilfe, damit man von der Hilfe redet und nicht von den Geschädigten. Nein, in Deutschland wurde ich in keine Talkshow eingeladen, Edward Berger, das habe ich Ihnen schon eingangs erklärt. Corona und Schulschließungen, das ist auch ein Skandal. Da kommen jetzt Berichte, meine Damen und Herren. Das ist ein Verbrechen am Seelenleben der Kinder und auch an ihrer Entwicklung, dass man unsere Kleinen, obwohl sie da überhaupt kein Risiko dargestellt haben, und auch die Großmutter, wenn sie Besuch hatte von den Kleinen, man hätte ja die Distanz wahren können, die Fenster öffnen, da wären doch Möglichkeiten vorhanden gewesen, auch mit den Masken, aber nein, man hat die Kinder eingesperrt, man hat ihnen dadurch auch die Möglichkeit genommen, Sport zu treiben. Viele Kinder sind übergewichtig geworden, man ist aus dem Schulrhythmus herausgefallen. Unsere Schulen, sowieso ein Tschernobyl für sich. In der Schweiz sehen wir das, in Deutschland, wie da auch ein bürokratischer Aufwand für die Lehrer hochgezogen wird. Und diese Ganztagesschulen, diese Beschäftigungstherapie, das ist ein Raub, das ist ein staatlich organisierter Raub der Kindheit. Die Kinder dürfen nicht mehr Kinder sein, sie werden zum Spielball von staatlichen Experimenten, von linken Bildungsspinnern, Entschuldigung, ich muss das in dieser Deutlichkeit sagen, die ihr falsches Menschenbild, ihr patientenhaftes Menschenbild durchpeitschen, durchboxen in den Schulen, mit dem Resultat, dass unsere Schulen immer schlechter werden, die Kinder immer mehr gestresst und am Schluss immer weniger lernen. In der Schweiz, das Dümmste, was man gemacht hat, ist dieser Frühsprachen-, Fremdsprachenunterricht, diese babylonische Sprachverwirrung in den Schulen. Das ist hinten und vorne der größte Unsinn. Und in Deutschland haben sie auch diesen Gesamtschulen, das ist auch ein Krieg gegen das Leistungsprinzip, der da in den Schulen geführt wird. Und da jetzt ist ein Bericht erschienen, entnehme ich der Welt, dann könnte Deutschland auf Jahre intellektuell und wirtschaftlich zurückfallen. Meine Damen und Herren, Sie sind schon auf Jahre intellektuell und wirtschaftlich zurückgefallen. Im neuen Kalten Krieg zählt nur noch ein klares Sowohl als auch, findet die Welt, typisch für die Medien heute, ja, Kalte Krieg, sowohl als auch,
Entweder oder lautet die neue Devise. Ich bin ein Verfechter des sowohl als auch, meine Damen und Herren. Leben und leben lassen, diese klirrende Konfrontationspolitik, der misstraue ich. Ja, es mag Situationen geben, in denen Sie die Waffen aus dem Schrank holen müssen, in denen Sie in den Krieg ziehen müssen, um Ihr eigenes Land zu verteidigen, Ihre Gesellschaftsordnung, was auch immer, wenn Sie angegriffen werden. Aber das, was wir heute haben, ist etwas anderes. Das ist ein Stellvertreterkrieg, wo man eine Hirnwäsche veranstaltet, um die Leute, um ihnen einzureden, dass das ihr Krieg sei in der Ukraine. Das ist dummes Zeug. Dieses ganze Gerede da eben dieser heimatmüden Politiker, die sagen, ju, da werden unsere Werte verteidigt in der Ukraine. Das ist doch einfach Geschwätz. Wenn es so wäre, dann müssten wir selber in diesen Krieg ziehen. Dann müssten wir auch bereit sein, unsere Kinder in diesen Krieg zu schicken. Aber das sage ich Ihnen. Da würde ich also auch noch eine Waffe aus dem Keller holen, um das zu verhindern. Ich wäre nicht bereit, meine Kinder in diesem Krieg zu verheizen. Und da auch wieder, Politik ist die Verpflichtung auf die eigenen nationalen Interessen. Jedes Land muss das selber beurteilen. Ich respektiere gerne, dass die Ukraine andere Interessen hat als die Schweiz, dass Polen andere Interessen hat als Deutschland oder Ungarn, das Baltikum. Da sind viele auch historische Erfahrungen drin und das gilt es irgendwo auch in der Balance zu berücksichtigen, aber die Verabsolutierung einer Position, dass man sich eben verrennt, versteift auf einen Punkt, das ist die ganz große Gefahr und auch hier könnte eine Rückkehr zu den nationalen Interessen läuternd und vernunftermöglichend sein, entsprechend wirken. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Wenn Sie die Schweizer Ausgabe noch nicht gesehen haben, dort rede ich noch etwas über den Volkskongress China. Ich konnte das jetzt hier nicht mehr mitnehmen, werde das vielleicht auch in einer der morgigen Sendungen nachtragen, denn da passiert auch Interessantes, was bei uns in den Mainstream-Medien meines Erachtens viel zu einseitig und auch feindselig wiedergegeben wird. Machen Sie es gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon auf morgen, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily, die andere Sicht. Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen. Jeder Tag ist ein Geschenk. Machen Sie das Beste draus. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.